Ja, willkommen zurück bei Anna. Ich habe jetzt eine etwas längere Sessionpause gemacht, von locker ein paar Wochen, und muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Oh, und da klöpfert's schon. Der Terror geht direkt mal weiter. Ich kann mich also noch erinnern, wir haben die Maske der Wahrheit auf und haben uns an diesen aus den Wänden herragenden Statuenteilen vergriffen. Indem wir eben hier einmal den Ring reingelegt haben, beziehungsweise angesteckt haben, und hier die Perle, die wir fanden. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt muss im Kopf auch noch irgendwas gehen. Von daher werden wir jetzt mal im Kopf alles austesten, was da hergeht. Um da mal irgendwie was dran zu basteln. Mit Wasser geht nichts, mit der Axt. Moment. Die Axt. Ne, die kann ich gar nicht benutzen. Beschmutze meinen Kopf, sodass die Welt meinen Schmerzen erkennt. Dann lasse ich dich passieren. Okay, beschmutze meinen Kopf. Dann habe ich Dreck dabei. Haben wir irgendwo Dreck? Dreck? Asche. Ja, Asche. Oh, das könnte funktionieren. Oh, hallo. Okay. Vielleicht ist das die falsche Asche. Ah, alles klar. That means... Oh, die ist weg, aber jetzt die Asche. Jetzt habe ich sie verloren. Nehme ich eben die. Vielleicht ist es die falsche Asche. Okay, habe ich sonst noch Asche? Zunder. Versuchen wir mal einen Zunder. Oh ja, der Zunder war's. Okay. Es brennt. Oh, krass. Jawohl, ein weißes Auge, das sehe ich immer gerne. Denn das bedeutet Energie für uns hier links. Das ist nett. Okay, eine Tür. Tempeltür. Oh, fuck. Jetzt geht's in den Tempel rein. Also ohne Maske. Oh, shit. Jetzt kriege ich mir ein rotes Auge. Toll. Das hat sich ja gelohnt, das weiße Auge. Verdammt nochmal. Okay. Wow. Jede Menge Wurzeln hier. Und ein Baum mit einem Auge. Toll. Ah, da oben ist was. Ein Lügchen, oder was ist das? Oh! For fuck. Okay, was ist das? Altar. Frohlocke mit uns, Mutter, aller Dinge und anmutige Maid. Zeig uns dein Gesicht. Ländere unseren Schmerz. Geheiligt werde dein Name auf ewig. Okay. Vielleicht reicht das eine Gebet nicht. Oh, guck mal, hier liegt einer. Da hat einer zu liegen. Hier haben wir lauter Bänke. Ah, schau hier. Legenden. Legenden. Lass uns mal hier reinschauen. Okay. Die Ältesten sagen, die Fremde sei zum Fluss gegangen. Okay, okay. Das können wir alles mal später durchlassen. Oh, rechts hat sich was getan. Was ist das hier? Opferschale. Sieht aus wie eine Opferschale. Es liegen Ahornblätter darin. Ja, super. Die Ahornblätter verfolgen uns schon durchs ganze Spiel hindurch, hey. Im Babyzimmer waren ja auch welche drin, in diesem Babykäfig oder Baby in der Wiege. Groller. Jemand hat sie zwischen die Wurzeln gesteckt. Sie muss wichtig sein. Obwohl je Kaffee darin war? Vielleicht mit einem Schokoladenkuchen, der im Tal gebacken wurde? Okay. Ah, ein Licht, an dem ich nichts machen kann. Der Baum. Ich kann meine Augen nicht von diesem Auge lassen. Das Auge, das da oben ist, ja. Oh Gott, es bewegt sich. Oh. Es verfolgt mich. Mich verfolgt so einiges aus dem Spiel. Hey, Wahnsinn. Okay, da kam ich her. Eine tote Ecke. Was ist mit dem Stein? Geht nichts. Lass mich durch hier, da komme ich nicht durch. Oh, was war das? Ahornblätter. Okay. Wuh! Okay. Oh, shit. Und ganz viele Augen.
Oh Gott, was passiert? Oh nein, ich bin tot. Scheiße. Oh, ne, doch nicht. Doch nicht tot. Ach, guck mal, da hinten liegt ein Zettel. Lass mich doch mal durch hier jetzt. Ein Zettel, ein Slender-Zettel. Brief des Priesters. Oh, Jesus Maria. Is there very much stuff to read? We will read in Let's Read. Was haben wir hier? Ein Kätzchen. Was? Hebel. Oh, ein Hebel zum Hebeln. Ein Hebel der Heblichkeit. Dann wollen wir mal hebeln. Oh. Jetzt hat sich hier Nebel aufgetan. Oh, schau. Da kommt der Mond rein. Wo kommt denn jetzt der Mond rein? Ach, weil ich die Maske der Wahrheit aufhabe. Warte mal kurz. Ah, schau, okay. Das heißt, irgendwie kann man das Dach sehen da oben. Okay, cool. Was heißt das jetzt? Kann ich in der Krolle irgendwas Neues machen? Jemand hat Wurzeln gesteckt. Sie muss wichtig sein. Ja, ja. Ich weiß. Ich lege jetzt mal... Ich habe doch auch ein Ahornblatt bei mir, ne? Das lege ich jetzt mal da rein. Oh, cool. Geht sogar. Es geht sogar, aber nichts tut sich. Kann ich noch eins aufnehmen? Ich brauche kein weiteres. Böses Auge. Ich kann auch nur den Baum anwählen. Oh, for fuck. Wow. Ist die Luke jetzt wieder zugegangen? Oder wie sieht das aus? Nee, die ist offen. Ah, scheiße. Böse, böse. Böses rote Auge. Ja, irgendwas muss doch hier noch zu machen sein, oder? Was ist denn an den Dingern hier? Nichts. An dem Stein kann man auch nichts machen. Ich setze nochmal die Maske auf. Vielleicht hat sich seit der Öffnung der Luke ja vielleicht was getan. Hä? Oh cool, die Wurzeln sind weg, oder? Ah, okay. Ja geil, weißes Auge, juhu. Ah, da ist der Mond zu sehen. Schön, herrlich. Jetzt die Frage, was mache ich jetzt mit der Corolla? Corolla. Obwohl hier Kaffee darin war. Der und sein Kaffee. Schokoladenkuchen, okay. Puh. Super. Nee, nee, nee. Alles gut. Okay, jetzt habe ich die Groller. Fuck you. Warum? Ich krieg's ja einmal schön, dann kriege ich sie wieder hart abgezogen. Dann hauen wir eben ab wieder von da. Ich glaube, wir waren da durch. So, was ist jetzt hier? Ich ball jetzt auch mal die Maske der Wahrheit auf. This is true. None of this is true. Oh. Er klöpfert hier wieder an die Rohre des Hauses. Ich glaube, das Haus hat aber eigentlich gar keine Rohre. Wir haben zumindest keine Toilette gefunden, oder? Okay. Kein Klo, nichts. Jetzt lass mich hier nochmal kurz durchwandern. Ich war ja schon lange nicht mehr hier, wie gesagt. Die letzte Session war weit zurück. Hier ist das Rotlicht wieder. Der Rotlichtraum. Baum in der Pfütze. Schnell wachsende Samen, sehr schnell. Ja, ja, weiß ich doch. Oh, was ist hier noch? Nichts mehr. Ja, Jesus Maria. Ach, oben war noch dieses Viech da, was uns auch beobachtet hat. Lass da nochmal kurz vorbeischauen. Bei der komischen Maske, der ich an Kleid angezogen habe. Und sie über den Stuhl hing. Kurz die Übersicht walten lassen hier. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, da hinten ist er. Schau, da hockt er. Da hockt er. Wow. Evil Viech. Er scheint für Kleidung gemacht zu sein. Ja, ja. Ein Schluck des heiligen Safts. Ja, du. Du bist mir ja einer. Schluck des heiligen Safts, oh mein, schön. Stimmt, das ist ja der Trick der Maske der Wahrheit, das Dach verschwinden zu lassen. Lass hier nochmal kurz reinlurgen, meine Lieblingsräume, wie ihr ja wisst.
Da kriege ich ja meistens richtig viel abgezogen von der Energie her. Die bewegen sich. Das ist aber auch nichts mehr. Asche. Cool, da haben wir wieder Asche dabei. Vielleicht brauche ich die ja noch. Hab's ja vergeudet an diesem, an dieser anderen Maske. Ach, hier, das ist doch das. Was hat hier zu spielen? Ach, schau. Oh, cool. Oh, krass, kann ich da runterfallen? Nee. Das ist die Luke. Ah, ich verstehe. Hä, aber blöd. Als ich vor unten stand, ging die Luke nach innen auf, also nach unten quasi. Jetzt stehe ich hier oben, jetzt geht hier oben die Luke nach oben auf. Da ist ein kleiner Logikfehler. Es sei denn, das Ding hat zwei... ist zweiseitig belugt. Aber scheint mir nicht so. Naja, egal. Ach, hier ist so das Auge. Ja, stimmt. Aber das verfolgt mich nicht. Okay. Ach, schau mal, hier habe ich das... Ah, doch, kann ich gar nicht aufnehmen. Okay. Ich dachte, ich hätte das Blatt hier liegen lassen. Dann ist hier alles erledigt und ich hau schnell mal ab hier wieder. Ach nein, schau. Wir haben immer noch diesen Drecksschrank hier. Verschlossener Wandschrank. Es gibt keinen Weg, wie ich ihn aufbekommen könnte. Nicht einmal mit einer Axt. Blöd. Mit der Grolla auch nicht, ne? Was mache ich jetzt mit der Grolla? Es ist ja ein Gefäß, ne? Kann ich da die Asche reintun? Nee. Kann ich Wasser reintun? Water aus dem Bach, ganz am Anfang des Spiels? Nee. Die Grolla, der Typ will... Ach so, warte mal kurz. Langsam kommt's. Langsam kommt's mir. Die Grolla ist ein Getränkegefäß. Und der will ja irgendwas trinken, die Maske hier. Will ja irgendwas saufen. Das Blut. Oder was Blut? War Lebenssaft, hieß es, ne? Saft und ich kann ins Leben zurückkehren. Ja. Wo kriege ich denn jetzt Saft her? Wo kriege ich denn jetzt den Lebenssaft her? Oh Gott. Es grummelt schon wieder überall. Wie sieht es mit meiner Energie aus? Naja, noch einigermaßen. Heile. Ah, warte, hier war doch noch irgendwas. Also mit dem Spiegel, das war auch nichts mehr. Becken. Das brauche ich nicht mehr. Ja, da war ja was. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee. Oh Gott! Babygeschrei. Verkrüppeltes Bäumchen. Ja. Du. Baumkrumme hat die Form eines Kinderkopfs. Ja. Deshalb hören wir auch das böse Baby weinen. Ich setze jetzt mal die Maske ab. Vielleicht nützt es was, wenn ich die blöde Maske hier mal wieder absetze. Da haben wir zwar den schönen Himmel nicht mehr, aber... Boah, auf jeden Fall mal eine klare Sicht. Das ist mal nett. Was ist eigentlich mit dem Teil hier? Glänzende Göttin. Da fehlt immer noch etwas, um sie aufleben zu lassen. Ja, du. Ah, guck mal, überall Handabdrücke. Die glänzende Göttin. Was steht denn hier? Cemental Concrete. La nuova linea di Strucci Ecocompatibili. Naja. Whatever. Oh Gott. Ja, ich habe keinen Plan. Ein Plan, der nicht vorhanden ist. Das Babygeschrei hier. Das sieht aus wie... Das ist so ein... Ist, ja, für, ist ein Kopf, aber... Ist, oh, Jesus Maria. Das sieht aus wie ein Babykopf ein bisschen, oder? So von hier. Kann ich da irgendwas machen? Wo? Hilfe! Kein Krach machen. Krach kann ich gar nicht ab. Jetzt kann man hier nochmal Asche drauf. Nee. Kann ich dem Kopf die Maske aufsetzen? Auch nicht. Assassinenmaske, ne. Das geht nicht. Ist ja gut. Sag so Samen. Samen. Die Babykappe aufsetzen. Kinderhaube. Wessen Haube das wohl war? Nee, kann ich auch nicht machen. Ja. Also irgendwie bin ich ein bisschen verquer. Ich sollte vermutlich die Texte lesen, die ich jetzt aufgesammelt habe, aber da habe jetzt ein bisschen keinen Bock dazu. Okay, ich werde es doch mal machen jetzt offscreen und werde mir nochmal die Texte durchlesen, die ich hier, also die Bücher, die ich gefunden habe, das Legendenbuch. Und dann schauen wir mal, ich steige gleich wieder ein.
Ciao, ciao.